sehen kann. Der Unterschied zwischen Vorproduktion und dem Endprodukt mal wieder, wenn man jetzt das gehört hat, quasi diesen Rough Mix beim Listening, dann hat sich doch wieder einiges geändert, wenn ich da zum Beispiel ganz positiv erwähnen darf, dass wir eine total geile Sängerin haben bei einem Lied, was sehr flashig ist und das ganze Stück um 100% nach oben hebt. Ja, und weil es einfach, sagen wir mal, dann noch ausgereifter ist. Tja, das ist schon so lange her, dass das angefangen hat irgendwo. Wenn ich das einmal so eruieren kann, dann sind Stücke wieder dabei, die schon 3 Jahre alt sind, mit Sicherheit. Da hat man irgendeine Idee für ein Konzept oder so. Dann kommt ein Stück dazu, das das ganze Konzept wieder in eine andere Richtung irgendwo lenkt. Und direkt konzeptmäßig denke ich gerade momentan gar nicht. Also, das läuft einfach da hin und es muss einmal wirken. Man kann es auf die Band beziehen, wo sich einiges geändert hat mit der Kreise-CD. Dass da hingeht, das ganze Weltgeschehen ist im Aufbruch. Privat ist man im Aufbruch. So rein die letzten 4 Jahre, was da wieder alles passiert ist irgendwo. Ein schöner Titel. Schlagzeugaufnehmer war eigentlich nur der eine Teil, der andere Teil war mal wieder die Vorproduktion, wo ich ja im Endeffekt am Mischpult gestanden bin. Die Vorproduktion hat wieder einiges an Arbeit in Anspruch genommen, wodurch das Schlagzeugspielen wieder in den Hintergrund gerückt ist und dann wieder auf die letzten 2 Wochen vor dem Studio eigentlich mehr oder weniger dann für mich interessant worden ist. Es hat aber alles gut geklappt. Wir sind rechtzeitig fertig geworden mit der Vorproduktion, nicht am Tag davor, wie bei der letzten CD. Das Schlagzeugaufnehmen war super geil. Auf 2 Tage alles eingespielt, hat total viel Spaß gemacht. Und soweit ich mich erinnern kann, bin ich mit dem Johnny irgendwo so rein, was Bierkisten betrifft, unentschieden ausgegangen. Also wir haben beide gleich viel Text gehabt, so ungefähr. Ein Fehler, eine Bierkiste. Und bei ganz schlimmen Fehlern waren es halt 2 Kisten. Das Arbeiten war super, für das, dass wir momentan räumlich schon sehr getrennt sind, weil jeder so sein Ding am Laufen hat und Matthias ja in Düsseldorf ist voll. Für das haben wir wirklich die Arbeit eigentlich total gut hingekriegt. Per Fernkommunikation und daheim einspulen und irgendwelche Files hin und her schicken und sowas. Hat ganz gut hingehauen. Da hierin ist super geil zum Aufnehmen.